Türmchen. Hallo. Oh Leute, ich habe ein bisschen eine Schalke im Nacken. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Ich war ein paar Tage überwiegend draußen im See, in der Sonne, in der Natur. Das ist auch wichtig. Wir haben schließlich hier viele Wintermonate und dann tanken wir einfach auf. Aber ich vergesse euch nicht. Und ich möchte heute einfach mal ein Corona-Mutmach-Video hier machen. Habe ich ja normal nicht, weil Corona ist nicht mein Thema hier bei unseren Leuchttürmen, weil es läuft alles und es schwingt eben immer dabei. Aber jetzt können wir fast davon ausgehen, dass ein zweiter Lockdown kommt. Und ja, da möchte ich, dass wir konstruktiv und positiv in diese Zeit gehen. Ich möchte einfach sagen, wir haben keine Corona-Krise. Es sei denn, wir betrachten es als solches, als Krise. Es ist Corona-Zeit, ja, und wir müssen jetzt alle vieles loslassen und vieles verändern. Viele von uns müssen aus ihrer Komfortzone raus. Aber lasst uns doch mal konzentrieren auf all das, was uns diese Corona-Zeit bringt. Sie bringt uns in die Ruhe. Wir kommen wieder zur Besinnung. Wir können wieder das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden. Wir schließen uns mit Menschen zusammen. Die Menschen helfen sich wieder mehr. Die Natur kommt zur Ruhe. Tiere kehren zurück. Die Luft wird reiner. Die Hamsterräder stehen still. Es geht nicht immer weiter, höher, schneller. Das ist vorbei und es kommt auch nicht mehr, weil unsere Seele dabei auf der Strecke bleibt. Es steht kein Stein mehr auf dem anderen und das ist gut so, auch wenn es uns an manchen Tagen Angst macht. Das geht uns allen so und das ist okay so, aber wir stecken im Geburtskanal zu einer ganz neuen Welt, zu einem neuen System, zu einem neuen Leben. Und die ist schon da, die neue Welt. Es ist alles da. Wir müssen nur ein bisschen Geduld haben und durch diese Zeit tapfer gehen. Vielleicht ist es nur noch dieses Jahr und das wird hart. Davon gehe ich aus. Hart im Sinne von ungewohnt. Vieles ändert sich. Vielleicht ändert sich alles. Und so ist das eben, wenn was Neues kommt. Wir haben an diesem System immer rumgedoktert. Und da mal was verändert und hier mal was gedreht. Das geht aber nicht. Wenn etwas ganz Neues entstehen muss, muss man das Alte platt machen. Und das passiert. Und das Alte, das wehrt sich jetzt, bäumt sich auf, zappelt noch ein bisschen und macht ordentlich Wirbel. Aber das, was uns dann erwartet, wenn wir mit Zuversicht an die Sache gehen, an alles, was jetzt auf uns zukommt, dann wird das, den Himmel auf Erden kann ich euch nicht versprechen. Das wäre vermessen. Aber es wird allemal leichter, schöner, authentischer und fröhlicher für uns. Jetzt ist die Phase, wo sich Spreu und Weizen trennt, wo Dinge, die alt sind, gehen können, auch wenn uns einiges davon traurig macht, wo sich alles neu sortiert, wo Menschen ihre Jobs verlieren. Und weiß Gott, ich weiß, dass es tragisch ist. Ich habe alles verloren und
Ich möchte gar nicht sagen verloren. Ich habe es freiwillig losgelassen. Ich hatte nichts mehr. Kein Dach über dem Kopf. Keine Wohnung, keine eigene. Keine Möbel, keine Sachen. Alles weg. Und ich habe die Ursache gesetzt. Das kann gar nicht anders sein im Universellen. Ich habe die Ursache gesetzt, weil ich immer Menschen bewundert habe, die von Null wieder angefangen haben. Ja, und jetzt sitze ich in Kanada und lebe. Und es geht immer weiter. Das kann ich euch versprechen, es geht immer weiter. Und wir haben in diesem Augenblick, in dieser Zeit, die Gelegenheit, unseren Seelenweg zu finden und zu gehen. Das zu machen, was wir lieben und was uns gut tut. Wir haben die Möglichkeit, aus Altem rauszugehen, und wenn wir es nicht freiwillig machen, so ist es immer im Leben, dann schubst uns jemand, wenn wir nicht freiwillig aus der Komfortzone gehen und sie ist hinfällig, dann kommt das Leben, was uns den Popotritt gibt. Also können wir das doch jetzt selber entscheiden. Weil es geht uns doch allen gleich. Wir verlieren alle jetzt viel. Viele verlieren ihre Existenz. Aber das ist die materielle Existenz. Das sind Sachen, das ist Materie. Wir sind aber mehr als das. Und vieles, vieles brauchen wir doch gar nicht mehr. Ich kann euch sagen, das Loslassen, auch alles Loslassen, eine Befreiung ist, die nicht in Worte zu fassen wäre. Auch wenn es mit Schmerzen verbunden ist. Das gehört zur Geburt dazu. Unser Dauerlauf ist beendet und die Erde atmet auf. Und wir haben jetzt einfach ganz neue Chancen, wenn wir uns auf das Wesentliche besinnen. Lasst uns gemeinsam, hört sich an wie, lasst uns gemeinsam beten. Ja, vielleicht ist es auch gut. Lasst uns gemeinsam an das glauben, was uns jetzt erwartet, und das Schöne visualisieren, und lasst uns zusammenschließen. Gemeinschaften sind jetzt wichtig. Ach, da fällt mir ein, dass wir ja jetzt auch mit dem Heilkreis anfangen per Zoom. Ich wollte das eigentlich um die Vollmondzeit, aber ich werde das nächste Woche ankündigen und lade auch die ein, oder gerade die, die Energie brauchen. Die nehmen wir dann in die Mitte und geben Energie und gleichen die Blockaden aus. Und natürlich alle, die lernen möchten, wie man diese Energie gibt. Und dann haben wir ein Feld, was uns allen Kraft gibt für die nächsten Tage und Wochen. Und das möchte ich einfach, oder wir, regelmäßig anbieten. Ja, macht das, und zwar jetzt schon, was euch glücklich macht. Wenn wir jetzt das machen, was unsere Aufgabe ist, was unseren Gaben entspricht, und wenn das noch dem Allgemeinwohl dient, dann sind wir behütet, beschützt und haben Erfolg. Denn das wird jetzt gebraucht. Ich bin glücklich, wenn ich Videos für euch machen kann und wenn ihr euch darüber freut. Und manche warten schon mal sehnsüchtig drauf. Das macht mich glücklich und es gibt mir alles zurück. Ich umarme euch.
und schick euch hier aus dem Wald, aus der Sonne, ganz viel liebevolle, hoffnungsfrohe und zuversichtliche Energie.